So, meine lieben Boys und Girls, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Randomizer. In der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon gesehen habt, endlich Lavandia hinter uns gebracht und wir sind jetzt nun in Prismania City angekommen. In diesem Part werden wir dann diesmal die Arenaleiterin vorknöpfen, damit wir endlich einmal vorankommen hier im Spiel. Und dann später werden wir dann noch dann das Team Rocket Versteck richtig vorknöpfen. Mal sehen, ob wir jetzt gut vorbereitet sind. Sorry, dass jetzt der Gameplay jetzt etwas zu laut war im letzten Part, weil ich habe es erst spät drauf vor. Spät bin ich drauf gekommen, dass leider der Game Sound leider zu laut war im letzten Part. Letzten zwei, drei Parts. Und ja, jetzt habe ich ja diesmal jetzt gefixt, ein bisschen leiser gemacht und hoffentlich auch ist es für euch jetzt nicht mehr so laut wie damals. Fukano. Na, ein sehr guter passender Kämpfer gegen für Mr. Krabs. Da werden wir dann mal richtig schön abkühlen. Dann werden wir jetzt mal alle Trainer hier platt machen, damit wir sehr gut vorbereitet sind für den Arena-Kampf. Weil unvorbereitet werden wir natürlich jetzt nicht gegen denen kämpfen. Doch klar. Ich habe mir eher vorgestellt, Level 30 sind die Gegner hier, aber Level 21, das klingt ein bisschen ziemlich niedrig. Und jetzt hat er auch noch Hypnose eingesetzt. Ach man. Und das kann jetzt ein bisschen schwierig werden für uns. Aber deine lässt sich nicht klein kriegen. Ach, Safcorn. Wieder mal solche Pussy-Pokémon in ihrem Team. Level 21, aber ich glaube, sie hat keinen Bock gehabt, ihr Smetbo zu entwickeln. Wer weiß. Nidoran. Okay, Scream, dein Auftritt. Aber ich glaube, wir werden dann sicherlich eine Chance haben dann gegen Sabrina. Weil wir haben natürlich jetzt Scream bei uns in unserem Team. Da wäre der Kampf jetzt ziemlich easy. Aber da müssen wir sowieso erst Level 40 sein. So viel ist sicher, weil ich glaube, die Trainer sind ja sowieso jetzt nur die kleinen Fische für uns. Aber ich glaube, Erika wird definitiv in höheren Level sein. Ich bin mal gespannt, wie die Top 4 sein wird. Ich bin mir sicher, die haben jetzt nicht so sehr schwierige Pokémon bei sich. Glaube ich mal zumindest. Wenn einer einen Rayquaza hat, dann habe ich echt eins übergebraten. Weil ich weiß, dass selbst Rayquaza ist sowieso jetzt richtig ein overpoweredes Pokémon. In der dritten Gen. Und ja, ihr habt es sicherlich auf Twitter schon gesehen, was für Let's Plays jetzt kommen werden dann in Zukunft. Auf meinem Kanal. Dass ich nach dem Rando definitiv jetzt mit Pokémon Purpur dann Let's Playen werde. Das wird sowieso erst im November sein, also Mitte November. Also zwischen dem 15. November sein. Mal sehen, ob ich das jetzt noch, dieses Let's Play jetzt noch nur bis zum Champion durchmache, weil mehr nicht. Das originelle Feuerrot und Blattgrün Let's Play werde ich dann später machen. Also wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2023 oder sowas.
Das ist das Feuerrot Remake, das Original. Aber erst viel später. Wir haben ja noch extra die 6. und 7. Gen auch noch zu Let's Playen. Also Pokémon Sonne und Ultra Mond. Also Ultra Sonne und Ultra Mond gibt es auch noch. Pokémon Sonne und Mond. Pokémon X und Y habe ich auch noch geplant. 2023 später. Aber mal sehen, wie lange wir jetzt dann sitzen werden mit Pokémon Karmesin und Purpur. Ich bin mir definitiv sicher, dass wir sehr lange sitzen werden an diesem Game. Aber je länger ein Pokémon-Spiel dauert, desto mehr Spaß macht es ja auch, oder? Ich meine, wir haben jetzt schon fast knapp das längste Let's Play auf meinem Kanal gemacht. Also ich glaube, das war jetzt knapp 80 bis über 70 Parts haben wir gerade gemacht, glaube ich. Mit Pokémon Schwert und Schild. Das war jetzt einer der längsten Let's Plays, was ich durchgemacht habe mit euch. Mit dazu die ganzen Sidequests und andere Dinge etc. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Haben wir richtig durchgekämpft, bis zum geht nicht mehr. Aerodactyl. Ich bin gespannt, was für Pokémon jetzt eigentlich Erika einsetzen wird. Statt die ganzen Vanilla-Pokémon wird es jetzt so logisch sein, dass jetzt irgendwas zufällig sein wird. Ich habe den Log jetzt noch nicht genau angesehen. Ich habe natürlich den Spoiler-Log nicht angesehen, weil ich gucke ja keine Spoiler-Logs so gerne mehr an. Außer bei A Link to the Past Randomizer. Und ja, ich werde kein A Link to the Past Randomizer machen, als Let's Play machen, sondern vielleicht, wenn ihr dann wieder Lust habt auf einen anderen Randomizer, also statt Pokémon Fire Rot Randomizer dann später, vielleicht wollt ihr natürlich jetzt dann einen 5. Gen Randomizer von mir sehen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich noch mehr Randomizer von diesem Dingens machen, wenn ihr dazu Bock habt. Wieder mal ein Celebi, das kennen wir schon selbst. Letztes Mal haben wir das Celebi richtig platt gemacht. So, Celebi ist auch jetzt mal fertig. Vipitis. Dragoon, du bist dran. Ich glaube, den Champion werden wir locker schaffen mit Rayquaza. Bin ich mir sicher, weil Dragoon ist sowieso jetzt ziemlich overpowered. SF. Volona. Ach man, Konfusstrahl, das kann jetzt schon ziemlich jetzt nervig sein. Obwohl Volona keinen Konfusstrahl erlernen kann, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, wir sind jetzt sehr gut vorbereitet jetzt für den Arena-Kampf. Ein Eisenschweif bringt dir leider nicht so viel. Und er lässt sich nicht unterkriegen. Sehr gut, Mr. Krabs. So kennen wir dich. So, ich muss jetzt extra mein Lautstärkepult jetzt ein bisschen zur Seite stellen, wie auf meinem PC hier. Aber ich glaube, wir müssen sicherlich jetzt hundertprozentig auf Wegekick. What the fuck, Macholo, was geht mit dir ab? Wegekick ist sowieso eine krasse Attacke.
was sogar Logok drauf hat. Altaria. Hyperstrahl ging ja mal daneben. Daraus wurde leider nichts. Aber ich bin mir sicher, wir sind jetzt mit dem Arena-Leiter jetzt gut gewachsen. Also wenn wir hundertprozentig jetzt keine Probleme haben, glaube ich mal zumindest. Ja. Dann lass uns jetzt anlegen gegen Erika. Mal sehen, wie stark sie jetzt ist. Und was für Pokémon sie einsetzt. Hanivana, okay. Sie startet sogar jetzt mit nicht so krassen Pokémon, aber wir sind jetzt sehr gut gelevelt. Da waren die Trainerkämpfe doch jetzt in Route 6 zwischen 7 und 8. Doch lohnenswert, glaube ich. Und Lightning ist zum Glück schneller als Kanivana. So, Kanivana haben wir locker jetzt down gekriegt. Ohne Probleme. Logok. Mr. Krabs, dein Auftritt. Ich weiß, es ist natürlich nicht. Leider bist du sehr anfällig auf Kampfattacken, weil es natürlich, weil Logok ist natürlich Feuer- und Kampftyp. Aber wir sind schneller als das Logok. Auf Level 24? Ich habe eher gedacht Level 30 oder sowas, aber dass es jetzt so niedrig gelevelt ist, habe ich nicht damit gerechnet. Toboga. Also nicht so ein sehr krasses Team, was sie hat. Aber Level 30 ist auch nicht schlecht. Aber wir sind jetzt leider überpowered. Als die anderen. Und wir haben Erika besiegt. Mit Easy Peasy. Na gut, dann haben wir schon mal jetzt sie jetzt schon besiegt. Jetzt gehen wir mal schon wieder zum Pokémon Center und wir werden jetzt einmal dann Team Rocket aufmischen. Damit wir extra stärker werden. Wir haben noch sowieso noch Prismania City. Wir haben noch sowieso noch Fuchsania und Saffronia noch City noch zu erreichen. Aber da werden wir jetzt sicherlich jetzt dann den Radweg nehmen. Um zum fünften Orden zu gelangen. Bevor wir das tun, gehen wir mal in Ruhe jetzt einmal zu der alten Dame. Da bekommen wir jetzt das Tee. Weil im Original hatten wir dann normalerweise immer ein Getränk kaufen müssen beim Automaten. Jetzt ist im Remake jetzt anders. Da müssen wir natürlich das Tee an die Wächter geben, damit wir endlich Zugang zu Saffronia City bekommen. Und dann haben wir schon jetzt mal Zugang jetzt zu Saffronia City. So. Damit haben wir das auch schon erledigt. So, wir können jetzt mal kurz die VM noch holen. Die VM befindet sich sowieso hier. Im versteckten Häuschen.
So, vor allem 2 haben wir jetzt schon. Jetzt können wir endlich mal fliegen von A nach B. Gott sei Dank. Dann schauen wir jetzt den ganzen Umweg. Ja, Windhose durch mal weg, dann haben wir natürlich jetzt diesmal Fliegen bei uns. So. Dann machen wir noch ein paar Trainerkämpfe. Was kann ich jetzt noch sonst noch reden mit euch? Tja. Also wie gesagt, mit Pokémon Random machen, Pokémon Randomizer werde ich definitiv dann schon mit Kamisin und Purpur dann starten. Ich glaube, viele Leute haben sowieso nichts dagegen, wenn ich dann dieses Spiel jetzt dann LP'en werde auf meinem Kanal. Und dann, was dann nach Final Fantasy 3 kommen wird, ist natürlich klar. Der vierte Teil steht ja auch bald vor der Tür, also erst im November. Aber ich glaube, wir werden sowieso jetzt dann sicherlich mit diesem Let's Play bald fertig sein, dann mit dem Randomizer, noch bevor dann Kamisin und Purpur zu Ende geht, wer weiß. Hängt davon ab, wie weit wir jetzt kommen mit Final Fantasy 3, weil wir haben jetzt sowieso jetzt nur bis zum Kristallturm geschafft. Bis jetzt durch auch immer noch trainieren. Ich habe sowieso alles vorproduziert. Aber ihr werdet es schon dann sehr bald sehen. Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir dann jetzt dann zum Versteck von Team Rocket gehen. Also. Also wir haben jetzt nicht so viele Probleme in letzter Zeit gehabt bekommen. Na gut, dann machen wir jetzt mal schnell den Weg zu Team Rocket dann mal frei. Und der zückt jetzt sofort einen Zapdos raus, ne? Als ob. Zapdos setzt Regentanz ein, obwohl Regentanz ja sowieso nicht erlernbar ist. Aber ihr wisst schon, es ist ein Randomizer und Randomizer gehören ja halt auch random Attacken. Den Lichtschild kann er schon einsetzen, das war ja sowieso klar. Das weiß ich ja selbst. Regentanz kann er ja sowieso nicht einsetzen, weil es natürlich eine Wasserattacke ist. Donnerblitz oder Donner hat er nicht drauf. Was? Für ein Ligi ziemlich pussyartig. Endlich mal Flammenwurf, war da auch schon langsam Zeit. Der Glut war schon langsam, wird schon langsam fad. Nur Tuska, jetzt wird er richtig geröstet. Jetzt gibt es einen gerösteten Kaktus. Aber Level 20? Ich habe mir eher vorgestellt Level 30, wenn dann die Leute, aber Level 20? Come on. Bin ich jetzt schon irgendwie ziemlich überlevelt. Aber was soll's. Je einfacher, desto besser. Ja, sagt man so schön, je einfacher, desto besser. Den Rüppel machen wir noch heute durch. Und dann im nächsten Part geht es dann sowieso dann jetzt zum Versteck von Team Rocket. Machen wir auch schnell das hier auf. Im nächsten Part geht es dann schon auf zum Versteck von Team Rocket. Und dann werden wir dann Team Rockets Pläne endgültig durchkreuzen. Vielleicht sogar 1 bis 2 Mal noch.
Jetzt werden wir dann im nächsten Part dann Team Rockets Versteck ausräuchern. Also bis zum nächsten Mal. Falls euch dieser Part gefallen hat, dennoch gerne ein Like da lassen. Falls du neu dabei bist und immer noch meine Let's Plays guckst, lass gerne ein Abo da, damit du nichts verpasst und aktiviere die Glocke, um immer für neuen Content informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Red Pocket Hendo. Ciao.